Hallo Leute, wie ihr wisst, ist das Finale vorbei und wir beide haben überraschenderweise den dritten Platz gemacht. Uns geht's gut, wir sind froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir sind müde, wir freuen uns aber auch sehr. Sehr müde. Rückblickend würde ich sagen, dass mein schönster Moment bei Love Island war, als Chris in die Villa gekommen ist, weil Love Island dann so richtig für mich losgegangen ist. Allgemein war es eine super Zeit, aber das war so mein Special Moment. Ja. Was war dein besonderer Moment? Ja, ich würde sagen, bei mir war das die ganze Zeit, war für mich so der schönste Moment, aber ja, persönlich gesehen war das für mich tatsächlich, als ich Granate reinlief und ich ja die ganzen Mädels da gesehen habe und ja, dann natürlich auch Finn Emma gesehen habe und ich auch dann wusste, dass sie kein Couple hat. Das war für mich so der schönste Moment eigentlich, weil ich dann wusste, okay, das könnte was werden und ja, war eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Jetzt muss der Herr schauen. Also meine Lieblings-Islander waren im Grunde alle, weil ich wurde unfassbar lieb von allen aufgenommen. Das war für mich auch nicht selbstverständlich. Aber wenn ich mir jetzt ein Couple raussuchen müsste, dann ist das Paco und Bianca definitiv. Weil Paco so der Einzige war, der ein bisschen kritisch mir gegenüber anfangs war und jetzt dadurch aber doch eine kleine Bromance geworden ist. So gesehen ist es dann für mich natürlich Paco und Bianca. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich kann mich da auch noch anschließen. Also ich muss sagen, allgemein die weiblichen Eiländerinnen habe ich alle sehr, sehr ins Herz geschlossen. Die männlichen auch, aber wie witzig wir teilweise die Styling-Momente da verbracht haben und wie gut alles lief und wie gut wir uns verstanden haben. Das ist wirklich wie so eine Mini-Freundschaft, die dann in so kurzer Zeit entstanden ist. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ihr fragt euch bestimmt alle, wie es mit uns beiden weitergeht und wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen. Wir sind ja auch emotional noch gar nicht so weit wie der erste und der zweite Platz. Wir haben uns überlegt, dass wir uns auch im normalen Leben weiter kennenlernen möchten. Einfach ein bisschen schreiben, normalen Kontakt, mal normales Date, vielleicht mal spazieren gehen, man weiß es ja nicht. Und außerdem ist es so, dass Chris umzieht und zwar... Ja, bei mir ist so, also ich komme ja aktuell wohne ich ja in der Nähe von München. Emma ist ja in Bochum, das wäre natürlich jetzt so eine Entfernung auch ein bisschen weit, aber ich ziehe jetzt demnächst nach Düsseldorf und von dem her ist dann die Entfernung halt auch gar kein Problem mehr. Ja. Und dann können wir halt auch mal spazieren gehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich so ein lockeres Date eher und ja, wollen uns ganz entspannt kennenlernen. Wir wissen selber noch nicht, wo die Reise hingeht, aber möchten dem Ganzen Zeit und Möglichkeiten geben und dann schauen wir einfach, was die Zeit bringt. So, warte ich nochmal. Ich freue mich am meisten auf meine Mama und meinen Bruder, wenn ich wieder zu Hause bin und auch allgemein auf den normalen Alltag. Klar weiß ich, dass Love Island eine wunderbare Gelegenheit ist und einmalig, ich habe es total genossen, aber einfach mal alleine in seinem Bett zu liegen, irgendein Lied zu hören, irgendeine Serie zu schauen, ein YouTube-Video. Ja. Ich habe so viele Lieder verpasst, ich kann erstmal 10 Jahre Lieder nachhören. Das werde ich alles in Ruhe machen und ich freue mich auch schon wieder eine normale Routine im Alltag zu haben, Sport machen, meine Freundinnen sehen, einfach back to the roots. Das mache ich jetzt. Also ich freue mich auch am allermeisten auf meine Family, vor allem auf meine Schwester. Ja, aber auch so Kleinigkeiten, ne? Einkaufen gehen, einfach ein bisschen abhängen, Musik hören, mit den Jungs ein bisschen Quatsch zu reden, so die ganz alltäglichen Dinge, mal was zum Essen bestellen, einfach so dieses ja, Entspannte, weil ja, war eine intensive Zeit. Ich glaube, das wird auch eine Umgewöhnung, so ohne Kamera und ohne Mikro und so weiter. Und ja, wird auf jeden Fall emotional werden, wenn wir, glaube ich, wieder daheim landen. Wenn ich wieder zu Hause bin und mich beruhigt habe und alle Lieder nachgehört habe, dann werde ich auf jeden Fall die Gruppe vermissen. Ich mag es allgemein total gerne, mit anderen Leuten in einem Raum zu schlafen. Ich finde, das hat so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes und ich mag das. Und allgemein diese Erfahrung bei Love Island, ich habe mich früher mal gefragt, warum weinen die alle so viel? Warum reden die so viel über Gefühle? Aber es ist wirklich unglaublich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kann es jedem empfehlen, der Bock darauf hat, es auf jeden Fall auch zu machen. Man wird es nicht bereuen. Man nimmt auch charakterlich für sich selber so viel mehr mit, als nur einen potenziellen Mann an seiner Seite oder eine Frau. Und es ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch Love Island oder sowas auf jeden Fall wieder machen. Das ist eine unbeschreibliche Zeit. So diese Gruppendynamik, dieses Gemeinschaftliche ist einfach unbeschreiblich. Das kann einfach keiner nachempfinden da draußen, wie intensiv das Ganze da drin ist. Also ein Tag fühlt sich an wie eine Woche. Man erlebt so viele Sachen. Und ja, also ich würde es auch jedem empfehlen, der ein bisschen Lust auf ein Abenteuer hat, der irgendwie ja auch einfach mal aus seiner Komfortzone raus möchte. Macht das, hört auf euer Herz und ja. Genießt es einfach.